Hallöchen und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Und ihr seht, Update 1.11.11 ist draußen, ein Tag nach Update 1.11.10. Und es ist ein sehr, sehr kleines Update, was eigentlich sehr, sehr hilfreich ist dafür. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, für diejenigen, die nicht die Chance haben, im Clan irgendwie Freunde zu kriegen oder allgemein einem Clan beizutreten, gibt es jetzt die Möglichkeit für diese Spieler, dass sie direkt im Sektor 7 über diesen Chat, den lokalen Chat, den man dort hat, auch Freunde einladen kann. Das Ganze werde ich euch jetzt nochmal schnell zeigen. Ihr seht unten rechts Update 1.11.11. Und wir sind auch schon im Sektor. Wunderbar. Da kann ich euch das Ganze schnell mal demonstrieren. Bedingung ist eben, dass derjenige, den ihr einladen wollt, auch im Chat geschrieben hat. Sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Wir gehen jetzt einfach mal in den zweiten Bereich und schauen dann mal dort nach, ob dort irgendjemand mal was schreibt. Denn das ist so die Voraussetzung dafür. Wir kennen das Menü für, wir kennen das normale Menü schon, wie das aufgebaut ist. Man kann Freunde in die Gruppe einladen, man kann Freunde hinzufügen und man kann Freunde entfernen. Zumindest was jetzt die Clan-Mitglieder angeht oder mehr oder weniger auch die Freunde, die ihr habt, betrifft. Und ja, wir schreiben einfach mal jetzt lokal Hallo und vielleicht antwortet jemand hier. Das wäre sehr optimal jetzt für das Video. Vielleicht haben wir Glück und er antwortet. Zumindest bleibt er kurz stehen. Okay, also lokal, das ist dann der ganz obere. Die ganz obere Kategorie, ihr habt hier Gruppen, ihr habt hier Clan, ihr habt hier private Nachrichten und ihr habt hier alle Chats und dann gibt es hier unten noch schwarze Liste, da kommen dann die hin, die ihr blockiert habt. Blockieren könnt ihr diejenigen, ja, die euch irgendwie verletzt haben, mehr oder weniger, zumindest mit denen ihr nicht schreiben wollt, geht ihr auf Aktion, private Nachricht und dann kann man, nee, ich glaube, das ging hier. Ja, genau. Es geht nur im Clan. Da könnt ihr dann hier auf schwarze Liste hinzufügen. Und dann würde dann derjenige hier in der schwarzen Liste angezeigt werden. Und ihr habt ihn sozusagen mehr oder weniger von eurem Chat verbannt. Und er kann euch nicht mehr schreiben. So, ja, wie es der Zufall will, will hier keiner schreiben. Deswegen kann ich das leider nur so erklären. Es sei denn, es schreibt noch jemand, jedenfalls würde dann hier, also neben dem Namen, neben dem schwarzen Balken ganz rechts, würde dann so also ein kleines Zahnrädchen sein, dort drückt ihr drauf, dann wird das gleiche angezeigt wie hier, zur Gruppe einladen, zur Freundesliste hinzufügen oder eben dann private Nachricht. Gehe ich mal davon aus, dass das auch mit dort stehen würde. Und dann könnt ihr diejenigen sozusagen zu euren Freunden hinzufügen, in den Clan einladen, falls ihr einen habt. Oder allgemein nur eine private Nachricht schicken. Und das ist so im Groben und Ganzen Update 1.11.11, was jetzt dazugekommen ist für diejenigen, die halt keinen Clan haben oder allgemein schlecht jetzt irgendjemanden finden, den sie einladen können in ihre Freundesliste, ist das auf jeden Fall ein gutes Update. Für uns, beziehungsweise für mich, ist es jetzt nicht wirklich so interessant, denn meine Freundesliste ist voll, ich habe einen Clan, deswegen nützt mir das nicht ganz so viel. Aber ich finde es trotzdem eine nützliche Funktion. Hinzu kommt noch, dass im Update 1.11.11 die Bugs entfernt wurden. In meinem letzten Video, wo ich den Schlinger getötet hatte, hat er meinen Revolver irgendwie verrückt gespielt und hat sehr, sehr schnell geschossen. Allerdings nur 10 Schaden gemacht und das auch in der Geschwindigkeit, die hier angezeigt wird, sprich 2. Angriffstempo 2. Das wurde behoben. Es wurden noch kleinere Bugfix behoben im Update 1.11.11 und diese Chatmöglichkeit im lokalen Chat zur Freundesliste hinzuzufügen oder den Clan einzuladen ist auch dazu gekommen. Dann noch ein bisschen was für Twitch. Das habe ich mir jetzt nicht wirklich durchgelesen, weil ich kein Twitch habe. Und ja, Update 1.11.11, nur Bugfix und Sektor 7 Freunde hinzufügen. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao.